Hey yo Leute, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Ihr habt alles richtig gemacht, ihr seid bei Colin und Dennis TV gelandet. Heute gibt es einen coolen Gaming Booster Test, also ein Energy Drink für Gamer, für alle, die es werden wollen und natürlich auch für alle anderen Leute. Klasmo haut eine neue Sorte raus. Das Ganze hat den coolen Namen Sabuten, wie auch immer bekommen. Schmeckt nach Kaktusfeige. Klasmo ist schon Garant für coolen Geschmack, coole Wirkung und deswegen bin ich auf die Sorte richtig gespannt. Ich hole schon Eis und dann geht's ab. Bis gleich. Okay Leute, wie eben versprochen, Eis ist im Shaker. Bei Klasmo geht's weiter. Es gibt eine coole Sorte, die nach Kaktusfeige schmeckt. Klasmo ist ein Gaming Booster, heißt also Energy Drink in Pulverform zum selber anmischen. Ja, das Ganze ist Zero Zucker, 100% vegan, made in Germany. Wer sich komplett über die Inhaltsstoffe informieren will, kann natürlich auf der Klasmo Homepage nachlesen. Da ist alles genau aufgeführt. Ja, jetzt bin ich gespannt hier. Also ich finde diesmal das Design ist richtig krass gelungen mit diesen Totenköpfen. Schon eine richtig coole Dose. Aber auf Insta gab es so einen kleinen Trailer, das sah auch richtig krass aus. Ja, ich bin gespannt. Also wir legen mal los. Dose aufmachen. Ihr seht, original verpackt. Kaktusfeige ist so ein Ding, da haben die meisten quasi direkt mit der Frucht wenig Vergleich, ne? Also im Energy-Drink-Bereich und Gaming-Booster-Bereich ist ja die Kaktusfeige jetzt nicht mehr so ein unbeschriebenes Blatt. Deswegen hat man schon so ein bisschen Vergleichsmöglichkeiten, was da andere Firmen draus gemacht haben. Ja, bin mal gespannt. Okay, zum Testen. Ich nehme immer stilles Wasser. Bei Klasmo einen Löffel auf 500 Milliliter. Jetzt gucken wir mal. Der Shaker ist eine Nummer größer. Sind 500 erreicht. Ja, ich versuche immer so zu testen, wie die Herstellerangaben sind. Natürlich kann man ein bisschen variieren, man kann ein bisschen weniger nehmen vom Geschmack her oder ein bisschen mehr. Viel mehr ist natürlich mit dem Koffein dann auch so eine Sache. Wir nehmen immer einen gestrichenen Löffel. Das ist halt das Gute oder eben auch das Schlechte an diesen Pulvern zum Selbstermischen. Man kann eben ein bisschen variieren. Allerdings kriegt man dann auch nie hundertprozentig, also wirklich hundertprozentig, denselben Geschmack hin. Wenn du natürlich so eine Ready-to-Drink-Dose da aus dem Kühlregal oder so aufreißt, hast du natürlich immer denselben Geschmack. Das ist natürlich dann da der Vorteil. Okay, wir shaken mal. Ja, kommt Leute. Glas her. Und dann wird probiert. Farbe sehr zurückhaltend. Klasmo setzt so ein bisschen auf keinen Mist in die Getränke, ne? Nur natürliche Farbstoffe und so weiter. Das ist schon mal ganz cool. Jetzt schauen wir mal. Also Klasmo Kaktusfeige Sabuten. Ja, das ist ganz okay. Fangen wir jetzt mal an, ein bisschen auseinanderzunehmen. Wie gesagt, so Kaktusfeige als Frucht, denke ich, werden die meisten nicht irgendwie im Geschmack verinnerlicht haben. Deswegen mit der Originalfrucht kann ich es selber nämlich auch gar nicht so gut vergleichen. Schmeckt relativ süß. Also wirklich kaum Säure dabei, ne? Sehr süß. Es hat schon so ein bisschen dieses Exotische, so vom Aroma her, Kaktusfeige, wie gesagt, aus verschiedenen anderen Energy-Drinks oder Gaming-Boostern kann man es schon so ein bisschen vergleichen. Es ist nicht so ein Übergeschmack, ne? Manche Drinks, die sind ja dann auch so überpowert, dass es dann schon fast störend schmeckt. Das nicht, es ist ganz dezent, dieses Aroma von Kaktusfeige, süß. Ja, das ist ganz okay, ne? Also schon ein bisschen zurückhalten, muss man sagen. Das ist aber auch ganz cool, dann ist es schön erfrischend, wenn du nicht so erschlagen wirst. Ne? Ich denke mal, es könnte ruhig so ein bisschen Säure mit drin sein, dass du so ein bisschen Spiel hast und dass es sich irgendwie ausgleicht und abwechselt. Ich glaube, Klasmo könnte mal gut irgendwie eine Mischung machen. Ne? So Kaktusfeige alleine
ist dann auch wieder, wenn du das mit irgendwie Kaktusfeige, Himbeere oder so, könnte ich mir sehr geil vorstellen. Aber ich denke schon, das kann man auch gerade im Sommer, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, kann man sowas sehr gut trinken. Schon eine coole, frische Sorte. Vielleicht ein bisschen zu wenig Power und wie gesagt, es kommt recht süß rüber. Kann man natürlich mögen. Wer eben auf süße Energy Drinks und Gaming Booster steht, ist hier auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Wer es gerne ein bisschen sauer und spritzig mag, da ist es dann schon ein bisschen schwierig, sage ich mal. Braucht sich sicherlich nicht verstecken, die Sorte. So richtig Favoritenrolle wird es bei mir allerdings für meinen persönlichen Geschmack, denke ich, nicht einnehmen. Kommen wir mal zur Bewertung. Bei Colin und Dennis TV bewerten wir wie gewohnt Gold, Silber, Bronze. Ein richtiger Knaller dabei ist, dann gibt es auch den Diamond Shaker. Der ist wirklich so den Premium-Supersorten vorenthalten oder für die reserviert, sagen wir es so. Klasmo Kaktusfeige ist mir ein Tick zu süß, sage ich euch ganz ehrlich. Der Grundgeschmack ist cool. Das Kaktusfeigenaroma und so diese Exotik ist gut eingefangen. Das, ne, der Grundgeschmack ist schon ganz geil. Mir ist es ein Ticken zu süß. Für mich gibt es einen Silbershaker. Ich denke aber, wer süß mag und damit gut klarkommt, kann problemlos zugreifen. Ist ein cooler, exotischer Sommerdrink eigentlich, würde ich sagen. Das würde gut jetzt in heiße Tage passen. Andersrum für heiße Gaming-Sessions oder coole Ausflüge oder so ist es halt genauso ein cooler Partner. Ne? Schmeckt ganz geil. Für mich selber ein Tick zu süß. Wer auf süß steht, ist voll dabei. Falls ihr euch selbst ein Bild machen wollt von Klasmo, denkt an unsere Rabattcodes. Colin und Dennis zum Beispiel für 10%. Ist aber auch alles in der Videobeschreibung verlinkt und eben aufgeführt. Das nur mal so nebenbei. Ein bisschen sparen ist für alle cool. Ja, also ich bin ganz zufrieden. Richtigen Reinfall hatten wir bei Klasmo noch nicht. Das ist jetzt nicht so meine super Favoritensorte. Aber ich denke, gerade wer auf Kaktusfeige steht und wer halt mit süßen Sachen gut und gerne umgehen kann, ist hier richtig gut bedient. Probiert es aus, wird es sicherlich auch als Probe geben. Guckt mal rein in den Shop. Ja, falls ihr Bock habt, auch auf unsere Meinung zu den anderen Klasmo-Sorten. Wir haben hier auf unserem Kanal natürlich eine coole Playlist, wo nur Klasmo-Tests drin sind. Natürlich testen wir auch ganz viele andere Sorten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Einmal die Glocke aktivieren und schreibt auch mal einen netten Kommentar. Wie findet ihr solche Videos? Habt ihr die Kaktusfeige schon probiert? Habt vielleicht so einen Vergleich? Wenn ihr das seht, dieses Video muss ja nicht gleich am Verkaufsstart sein. Kann ja auch so zwischendurch passieren. Schreibt mal, welche Marke ihr vielleicht am geilsten findet von der Kaktusfeige. Und ja, bis dahin kann man eigentlich dann nur noch sagen, ihr könnt liken, abonnieren, die Glocke aktivieren und Klasmo inhalieren. Bis dann, Leute. Tschüss!